Hallo Schlauheit zur Folge 44 des Euro Truck Simulator Schlauheit. Wir werfen hier mit Werfinger ausdrücken um uns. Und jetzt schauen wir mal, was so auftrags angeworfen ist. Wir waren in Dion. Nach Schweiz! Ja, ich wollte immer mal nach Schweiz. Da waren wir schon, ja, genau. Ich würde sagen, wir würden zu Geneve fahren. Nein, warte erstmal, bevor wir das machen. Ich meine hier Geneve, da waren wir noch nicht, hier. Würde sich doch anbieten, oder? Das ist doch gar nicht mehr in der Schweiz. Hä? Oh, ganz knapp noch. Ich würde nämlich Geneve nehmen, weil auf diese 500 Euro können wir doch verzichten. Ich meine, wir waren ja schon in der Schweiz. Scania fahren wir, ein Scania eher Highline. Ich weiß nicht, ob das wichtig ist. Wir fahren Speiseeis nach Geneve. Wie sind da alles Axor? Das Axor ist von oben links nach unten rechts. Aber ich weiß gar nicht, ist es eigentlich wichtig, Highline und Topline? Ich meine, ist ja eigentlich alles gleich, oder? Also bei dem zweiten E so ein Axor. Nein, ist nicht egal. Ist lebensnotwendig. Ist auch wieder ein spezieller Auftrag, den wir schnell fahren müssen. Ja, die Ladezeiten wurden wieder behoben. Aber was ich jetzt komisch finde, ja, ich mach's gleich. Ich verstehe nicht, wieso das jetzt alles unterschiedlich. Das ist rosa, oder? Oh. Natürlich. Finde ich natürlich jetzt sehr geil. So, machen wir mal kurz den Motor an. Okay. Warte, bevor der Tobias jetzt dran ist. Ich finde es ein bisschen. Wollen wir das nicht vielleicht mit aufschreiben? Topline. Ich meine, ist ein anderer LKW. Er sieht scheiße. Du schreibst ja auch bei, was weiß ich, BMW 3er und BMW 2er. Oh, warte mal. Das ist ja auch anders. Nee, wir machen ja nach Marken getrennt. Aber warum, das erfahrt ihr ja erst noch. Das wisst ihr ja noch nicht. Fährt Marcel mit seinem rosa LKW um von Frankreich in die Schweiz, ein sehr schönes Land düst. Scheiße. Rede ich also halb spontan, ja? Einmal reden wir immer noch über den Patch, den mir dem Marcel, wo er mir den Text langsamer geben müsste. Und dann rede ich noch ein bisschen über meinen Urlaub, ja. Den ich hatte. Ich will euch ja so ein bisschen auch davon was erzählen. Schweiz, kann ich schon mal dazu sagen, sehr schönes Land. Wir hatten einen Betreuer auf der Freizeit, wo ich Urlaub gemacht habe. Der war Franzose. Vielleicht nochmal Grüße an ihn, wenn er hier zuschaut. Sicherlich. Und der arbeitet auch in der Schweiz. Und das finde ich irgendwie ziemlich cool, dass wir jetzt in die Schweiz fahren. Schweiz ist generell sehr aufregendes, also nicht aufregendes Land, aber schon schön. Upcode. Alles volle ist und erklär mit. Ein bisschen drüber schon. Wo denn? Das hier jetzt alles? Ja, Upcode. Ist alles runter. Oh mein Gott. Okay. Oh, das wollte ich. Ja. Code. Also, asynchrones Laden der Map zur Verbesserung der Ladezeiten und Reduzierung der Ressourcen. Okay. Es besteht nun die Möglichkeit, die Intro-Animation mit dem No-Intro-Parameter zu überspringen. Eine Verbesserung, der Name der Garage bleibt bei Umzug derselbe. Regenwahrscheinlichkeit nun auf unendliche Dauer einstellbar, das erklärt sich von selbst. Sofern es Probleme beim Laden eines Spielstandes gibt, wird dies nun für den jeweiligen Speicherslot angezeigt. Neue Config-Variable in der Konsole S-Rumble Enable. One Sound, sobald man über die Seitenbegrenzungslinie fährt. Deaktivierbar mit S-Rumble Disable. Oh. Nein, nicht überholen. Oh, warte, wo war ich denn jetzt? Verbesserungsspiel funktioniert nun auch mit der
aktuellsten Nvidia Optimus Driver, mit dem aktuellsten wohl bemerkt, Reichweite der nichtlinearen Lenkung erweitert, mehr Jobstart-Autosaves hinzugefügt, verbessertes Verhalten nach Entfernen einzelner Mods, verbessertes Verhalten beim Hinzufügen neuer Mods hinzufügen, verbesserte Nutzung der Speichereigenschaften, Memory Pool. Solange man drin schwimmen kann, ist gut. So, Gamelog und Game Crash Dateien umbenannt in Gamelog TXT und Game Crash TXT. TXT steht für Text. Ja. Ich bin ein bisschen erkältet, deshalb ziehe ich manchmal die Nase so ein bisschen hoch. Verbesserte Nutzung bei der Nichtnutzung. Alter, was? Verbesserte Nutzung bei der Nichtnutzung des Waldbildmodus während des Fahrens. Ja. Ich habe jetzt keine Zeit darüber nachzudenken, ich muss mal kurz. So, jetzt habe ich kurz mal meine Erkältung kurz mal beiseite gelegt. Ich weiß auch nicht, warum ich erkältet bin, ist eigentlich ziemlich warm. Oh, wo muss ich jetzt? So, ich rede gleich weiter, kein Problem. Also, wo waren wir denn? Das hatten wir schon. Verbesserte Nutzung hatten wir auch schon. Erstmalige Nutzung von mehreren Bildschirmen möglich. In der Konsole einstellbar mit R-Multi-Mode-Far. Null deaktiviert, 1 Bilder auf einem einzigen Hauptbildschirm, 2 inklusive separaten, 2 separaten Bildschirmen. Im 3-Bildschirm-Modus ist es möglich, Einstellungen mit R-Multi-Border-Force zu treffen. Spiel wird Jobangebote erneuern, sobald Veränderungen durch Mods hervorgerufen werden. Neu hinzugefügte Sprache Georgisch. Kann man da Sprachen lernen oder was? Das wusste ich jetzt. Was meinen die damit mit neuer? Ach so. Georgien. Also beim Spiel Georgisch. Ach so, ich dachte, da kann man irgendwie Sprachen lernen im Spiel. Naja, egal. Sound. Money Sound wird nur noch bei wichtigen Ereignissen abgespielt, wenn man im Lotto gewinnt zum Beispiel. Luftdruckbremssound erneuert und verbessert. Das wissen die schon. Man kann im Spiel nicht Lotto gewinnen, das wusste der Marcel noch nicht, deshalb muss ich das jetzt nochmal sagen. Nein, natürlich wusste der das. So, jetzt Modding, das ist der letzte Punkt. Ja. Neues sektorenabhängiges Map-Format, welches die Nutzung mehrerer Maps unterstützt, sofern sie auf separaten Sektoren liegen. Boah, was ein Satz. Ich habe gerade gemerkt, dass der LKW langsam abgebremst ist. Das hat sich auch geändert, das finde ich sehr gut. Und eine neue Änderung haben wir auch aktiviert, und zwar haben wir jetzt die Möglichkeit, so rumzufliegen, während wir dabei spielen. Oh, auch was wir nicht so oft nutzen wollten. Also können wir da jetzt durch die Stadt switchen. So können wir zum Beispiel die Stadt mal besichtigen. Außerdem ist... Wo ist es wieder aus? Warte, ich habe auf den Knopf gedrückt. So. Das können wir mal machen. So können wir die Stadt erkunden, ohne mit dem LKW dort rumzufahren. Okay, ja, ja. Was ich auch besser fände... ist ein bisschen zu schnell, dann doch mit dem LKW. Ich glaube, das steht gar nicht im Patch drin, dass jetzt Haltestellen hinzugefügt wurden. Warum fahren wir so langsam? Das zeigen wir dann, wenn wir in der Stadt angekommen sind. Es sollte in jeder Stadt eine Haltestelle sein, eine Bushaltestelle, denn... Scheiße. Denn der European Coach Simulator wird ja auf der Map vom Eurotruck Simulator 2 basieren. Da braucht man auch logischerweise Haltestellen. So, und jetzt darfst du wieder. Ja, es wurde dir gesagt, tonnenweise verschiedene, also, oder weitere Änderungen in der Map. Und ich glaube, dazu gehört auch diese Bushaltestellen. Viele Definitionslisten als Beispieltypen der AL-LKWs können nun von mehr als einem Mod verändert werden. Das hätten die doch dann auch hingeschrieben, oder? Ich meine, halt, stell ist ja schon was anderes jetzt, so.
kann ich dir nicht antworten, weil ich gerade in den nächsten Satz vertieft bin. Das ist der letzte Punkt übrigens. Durch mehrere Veränderungen ist es nun möglich, mehr als eine Geschwindigkeitsstufe beim Rückwärtsfahren mit gemoddeten Fahrzeug zu haben. Ich habe gerade was gemerkt, und zwar, ich bin stehen geblieben, ohne was zu machen, und bin rückwärts gefahren. Wie ihr seht, ich bin neutral gegangen, und, ach komm, jetzt hier. Nein, ich bin da gar nicht gefahren. Ja, aber das war vorher noch nicht so oft. Und das Zweite, was ich cool finde, wir waren noch nie an so einer Haltestelle. Baustelle. Müssen, also, wo mit Ampeln sie sind. Ja, ich hab's gesehen, dann müssen wir hier halten. Währenddessen können wir mal kurz So, jetzt kann ich das so ein bisschen auch. Warte mal. Ja. Wir fahren sogar nach vorne. Ich habe gar nichts gemacht. Guck, warte. Guck, wir rollen nach vorne. Oh, das ist nach hinten. Naja. Okay, wir warten, bis es grün ist. Oh. Oh. So. Eine Straße von unten. Eine Straße von oben. Eine Straße von mittel oben. Eine Straße neben dem LKW. Eine Straße von im LKW. Eine Straße von neben dem LKW. Eine Straße von vor der Ampel. Eine rote Ampel, eine gelbe Ampel. Und ein fahrender LKW. Der gar nicht uns gehört. So, ja, ich werde jetzt, mein zweites Thema ist ja der Urlaub, in dem ich war, ja. 10 Tage war ich weg, vom 8. bis zum 18. in Hamburg. Ja, tatsächlich Hamburg. Eine der schönsten Städte Deutschlands, habe ich mal so erkundet, ja. Und, und es war wirklich wunderschön, das muss ich euch sagen. Ich habe viele nette Menschen kennengelernt. Oh, nein. Shit, ey. Die Menschen waren in Hamburg waren auch sehr nett. Übrigens, es war noch was, ja. Fall auf der falschen Seite. Der Marcel sammelt hier. Doch, das habe ich vorhin aufgeschrieben. Ja, okay. Ich habe viel gesehen, zum Beispiel den Elbe-Tunnel. Und auch den Dom. Ich meine nicht das Riesenrad, ich meinte den richtigen Dom. Der fast genauso aussieht wie der Kölner Dom, nur zerstört vom Weltkrieg. Und ja, es war halt ziemlich dumm. Nein. Ja, was soll ich sonst noch so viel über Hamburg sagen? Ja, es ist einfach wunderschön gewesen. Aber halt die Anfahrt und die Rückfahrt waren ziemlich beschwerlich. Ich wohne ja in der Nähe von Frankfurt am Main. Oh. Ja, jetzt hast du wieder Motorfehlfunktion. Oh nein, Junge! Ach, trotzdem ist es ärgerlich. Ja, aber bei dieser Motorfehlfunktion ist er auch nicht auf einmal stehen geblieben. Normal macht er mal eine Vollbremsung. Und noch als kurze Info, kommt zwar ein bisschen spät, aber den Patch, den werden wir in der Beschreibung als erstes zum Download verlinken, zur Download-Seite. Auch schon in der letzten Folge, nur mal so. Ja, das war's. Da war was? Da war ein Schild, naja. Stopp. Du solltest dich vielleicht mehr konzentrieren auf das Spiel und nicht so auf das, was ich rede. Ist mir so aufgefallen. Oh. Ganz cool. Die Schweiz finde ich schon schön, ja. Wunderschön hier alles. Ja, wir sind so Frankreich, Schweiz, so beides. Oh, naja. Also, vor allem, wir waren einmal an der Ostsee, da war es ziemlich kalt. Und einmal sind wir auf der Elbe geschippert. Und es ist einfach nur toll. Ich kann wirklich nur schwärmen. Und nein, auf der Ostsee, da sind nicht nur Ossis. Nein, das sind auch Versis. Ja, da wollte ich nur kurz sagen. Ja, ich kann einfach nicht mehr viel sagen, als dass es schön war. Vor allem die Innenstadt, die ist zwar etwas kleiner als jetzt hier in Frankfurt am Main, aber es war okay. Und vor allem Fischbrötchen und so, die habe ich mir tonnenweise reingekloppt. Deshalb bin ich auch ein bisschen fetter geworden, aber da so 100 Kilogramm mehr, ja. Und was scheiße war, kann ich euch sagen, wir waren in Bergedorf, das ist ein kleiner Stadtteil, was heißt ein kleiner Stadtteil? Und da waren wir in, da waren wir in Wabisch, das ist wiederum ein Ortsteil von dem Stadtteil. Und der war ziemlich klein und ziemlich kaffig, sag ich mal.
Und wir mussten tatsächlich, wenn wir zu Edeka wollten, denn ich, da gab es ja nur Tee und Wasser, wie sonst auch in Selbstversorgern oder Jugendherbergern, Herbergenhäusern. Das ist einfach nur so scheiße ist, ja. Und da musste ich mir natürlich Cola und meine Süßigkeiten woanders kaufen. Und der Edeka, ohne jetzt Werbung zu machen, war exakt 2 Kilometer weg. Aber ich bin zweimal hingelaufen. Das ist echt anstrengend, vor allem wenn es dann so warm ist. Du hast gesagt, was heißt klein? Kleiner Stadtteil, du musst jetzt erklären, was es ist. Du hast gesagt, was ist klein? Klein ist klein. Klein ist nicht so groß. Klein ist kleiner als mittel, aber kleiner als und kleiner als groß, aber groß ist kleiner als mittel. Was? Egal, ich habe selbst gerade nicht kapiert. Oh. Ich hätte euch gerne ein Souvenir mitgebracht, was ich online im Let's Play zeigen könnte, aber ja, ich habe mir ein Frühstücksbrettchen und eine Tasse mitgebracht. Und ich, warum ich jetzt über dieses Thema rede, weil ich einfach mal ausprobieren wollte, weil wir sind ja in der Phase, wo unsere Community ständig wächst und wo wir eigentlich ausprobieren müssen, über welche Themen ihr überhaupt hören wollt. Und wenn ihr sagt, dieses Thema hat mir gefallen, dann schreibt es einfach mal als Kommentar oder liked oder was euch einfällt. Und wenn ihr sagt, nee, dieses Thema will, ein Thema wie es im Urlaub war oder über eure private Scheiße, ja, will ich nicht hören, so, also nicht so hart, die Chor jetzt, sondern, nee, diese Themen gefallen mir nicht, dann könnt ihr das schreiben in die Kommentare und dann passen wir das an, wenn wirklich jetzt 15 Leute kommen und sagen, das ist ein scheiß Thema, the father Oscar boy, dann hören wir damit auf. Oder zumindest verringern wir dieses Thema. Obwohl es jetzt zum ersten Mal ist, dass wir über privates Zeugs reden. Er parkt jetzt ein, was ziemlich schwer zu erkennen ist gerade. Sieht für mich so aus, als ob er einfach nur rückwärts fährt. Und das Auspacken hat er auch so ein bisschen verlernt. Merke ich gerade. Er ist heute nicht so wunderschön gefahren. Ne? Aber das habe ich schon so einpacken. Dass ich schon. Also, das haben wir in der letzten Folge schon bemerkt, dass. Was denn irgendwie. Keine Ahnung. Mit ihm ist irgendwas los. Ich habe noch nicht herausgefunden, was. Drück. Okay. Oh, er hat die ganze Zeit Z gedrückt. Ja, meine Fracht war annehmbar. Insgesamt haben wir dann 1870 Euro verdient und 148 EP. Aber es ist immer noch etwas. Ich bin stolz drauf. Peinlich, dass du stolz drauf bist, ja? Scheiße, wir haben was vergessen. Wir wollten noch die Stadt erkunden. Ich meine, jetzt haben wir gerade noch nicht mal 20 Minuten aufgenommen. Egal. Ja, dann sehen wir uns auch schon in der nächsten Folge. Nein, da sehen die anderen. Nee, da seht ihr dann. Nee, da seht ihr uns gar nicht. Da hört ihr uns oder seht, wie wir spielen. Also, sehen tut ihr uns ja nicht. Ihr hört uns nur. Ja. Nur um es klarzustellen. Ja. Dann bis dahin oder irgendwo anders. Eure Jungs von. Shito FB.